Liebe Bürgerinnen und Bürger, mit großer Spannung haben wir nach unseren Aktionen 2011 die Entwicklung der GEMA beobachtet. Wir hatten die Hoffnung, dass die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte ihre Art und Weise, die Rechte ihrer Mitglieder zu verteidigen, überdenkt und Alternativen anbietet. Wir hegten auch die Hoffnung auf ein Zeichen des Einlenkens seitens der GEMA. Dies ist leider nicht eingetreten. Mit der Erhöhung des Tarifs auf Speichermedien um 1850% und die Gebührenerhöhung für Diskotheken und Clubs um durchschnittlich 680% haben die GEMA und die ZPÜ einen Punkt überschritten, der nunmehr zum wiederholten Male die Freiheit innerhalb und nun auch außerhalb des Internets in besonderem Maße einschränkt. Dies sind massive Eingriffe in die Lebensqualität vieler Bürger Deutschlands. Existenzen verschiedenster Einrichtungen sind stark bedroht und geben dies auch in den Medien zu verstehen. Gehört werden sie aber nicht. Sie werden ignoriert und bestenfalls belächelt. Als Antwort auf Verhandlungsanfragen folgt ein Schulterzucken und Verantwortungen werden abgelehnt und weitergeschoben. Die Äußerungen der GEMA, nur im Interesse ihrer Mitglieder zu handeln, ist blanker Hohn für jene, die ohne deren Einverständnis unter das Banner GEMA gestellt wurden. Mit der Begründung auf die Möglichkeit reagieren zu müssen, auf jedes Speichermedium Kopien von geschütztem Material speichern zu können, wurde jeder Bürger Deutschland als potenzieller Krimineller dargestellt. Jede Frau, jeder Mann und auch jedes Kind. Die Politik scheint dem vermeintlich ohnmächtig gegenüber zu stehen, wohl eher sieht sie aber keinen Handlungsbedarf, diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Wir aber werden diesen Zustand nicht länger lautlos dulden. Wir werden diesen Zustand nicht länger einfach hinnehmen. Wir werden diesen Zustand nicht länger akzeptieren. Anonymous reagiert jedoch nicht allein auf diese Willkür. Die Bürger Deutschlands sind aufgerufen, sich zu wehren. Es nicht länger akzeptabel, versteckte GEMA-Gebühren zu bezahlen und jede Erhöhung klaglos hinzunehmen. GEMA, wir haben euch mehr als einmal gezeigt, wozu wir und das gesamte Volk Deutschlands fähig sind. Und wir werden es euch erneut unter Beweis stellen. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.